Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Realms of the Haunting. Ja, das dürfte jetzt Razel gewesen sein, wie es aussieht. Eine Fackel? Wie kommt die denn hierher? Die Fackel strahlt Magie aus, Adam. Die Flamme ist magisch. Sie brennt schon seit Jahren. Das erklärt natürlich einiges. Können wir die mitnehmen? Drei grüne Kristalle. Sie fühlen sich merkwürdig an. Das ist ihre magische Energie, Adam. Sie ist unglaublich stark. Wieso hast du denn nur einen mitgenommen? Ach, Weiber. Was? Ach, Weiber. Ach, Weiber. Nimm die doch auch mal. Oder können wir nur einen nehmen? Ja, stimmt. Vielleicht können wir jetzt doch nochmal ein neues Kapitel, nochmal eine Runde Sachen durchgehen. Was glaubst du, hat es mit diesen grünen Kristallen auf sich? Ich weiß nicht genau, aber wir haben schon mal einen gesehen. Bei meinem Vater. Genau, diese Kette um seinen Hals. Wie er sagte, der Grund dafür, dass er hier festgehalten wird. Stimmt. Und unabhängig davon, was diese Kristalle bewirken, sie sind sehr mächtig. Teil eines Ganzen. Und was auch immer das Ganze sein mag, seine Macht wird nie gekannte Ausmaße haben. Okay, dann. Seelenstein, Sheol, Raziel. Hast du irgendeine Vorstellung davon? Er zeigt sich normalerweise. Gott sei Dank. Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie. Jetzt. Gott sei Dank. Okay, das hatten wir schon. Hier ist aber, glaube ich, auch nichts Neues mehr, ne? Okay. Alles klar. Gucken wir doch mal, was es hier sonst noch so gibt. Ah, ein Hebel auf jeden Fall. Also das ist jetzt aber wirklich mal beeindruckend. Ob das hier wohl eine Gebetsstätte ist? Da bin ich sogar fast sicher. Na, dann wollen wir mal. Wie wäre es mit einem Gebet für ein kleines Wunder, das uns hier rausholt? Ja. Gut, da geht's weiter. Ja, das wird dann wohl Raziel sein. Ah. Verbinde das Gesicht und die Seele aus. Werde eins, um den Turm zu gelangen. Du solltest wissen, dass du... Das kennen wir schon, danke. War hier... Ne, das waren die Dings. Hier waren Schlüssel-Items, glaube ich, ne? Ja. Ah, haben wir jetzt hier Gegner? Au, okay, okay, okay. Da schnell auf, bitte. Das war jetzt nicht so geplant. Da ist irgendeine Flüssigkeit drin. Ja, sie ist magisch. Da ist ihr. Ja. Die Frage ist. Na komm. Ist das Vieh jetzt tot, nachdem wir es einmal erledigt haben? Scheint so.
Okay, du bist auf jeden Fall feindlich. Hältst du halt auch eine ganze Menge aus. Aber bleibst halt auch nett hier stehen. Warte mal. Wenn wir die auswechseln, ist der dann... Naja, ist schade. Ich dachte, wir können es ein bisschen tricksen, dass wir aber die Waffen wechseln und das dann... Was ist das? Ein Wegweiser? So wie es aussieht, würde ich sagen, das ist ein Kuduru. Das ist der sumerische Name für Wegweiser. Das würde heißen, dass diese Markierungen hier eine Art Karte darstellen. Bleib stehen, sage ich. Stell dich dem Licht. Geh zu den Wellen und kämpfe. Hm. Ich weiß nicht. Okay, du bewegst dich jetzt. Relativ reich, Reichweite. Man könnte sie immer noch ausnutzen. Okay. Nicht bis zu den letzten Tagen. Denk daran. Ich glaube, wir können noch einigermaßen dran vorbeilaufen. Gut, da ist erstmal nichts. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Können wir hier hoch? Da geht es erstmal nicht weiter. Könnten wir auch da runter, ne? Na, gucken wir mal, wo das hier hinführen mag. Mhm. Also die Großen können wohl scheinbar einigermaßen ignorieren erstmal. Einmal berührt, darf kein Mensch Hand an die Klinge legen. Na, schauen wir mal. Wir könnten darüber, wir könnten auch darüber. Hm. Gehe ich da hinten rum? Ich glaube, ich gehe mal da hinten rum. Ich glaube, langsam wäre es hier wirklich mal sinnvoll, die Turmkarte auszupacken. Und ich muss mal überlegen, wo ich überhaupt hin will, ne? Bin ich jetzt wieder zurück? Nee, oder? Scheint nicht zu funktionieren. Mhm. Das Monster ist in den Turm geflohen. Und mit ihm unser Handel. Ich habe dich davor gewarnt, dich mit dem Dodger einzulassen, Florentin. Und werden wir alle dafür bezahlen. Hm. Treppe? Also wie lange Treppe? Oh, dahin fliegt du das. Go, go, go.
Okay, so kriegen wir es dann ganz gut platt. Also wenn sie halt weit genug weg sind. Links oder rechts? Links oder rechts? Wahrscheinlich ist es sogar relativ egal. Ich speichere jetzt mal nicht, dass ich irgendwie aus Versehen auf die rechte Maustaste komme und mir dann hier runter falle. Weil er halt nach vorne geht. Ich glaube, links wäre es gar nicht weitergegangen. Du versteckst dich und schleichst in deinen vier Wänden herum. Es gibt für dich kein Entkommen. Hörst du? Schon, aber ich halte mich nicht dran. Ah ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hübsch hier. Ja, doch. Das Plätzchen. Ja, friedlich. Genau. War nicht mal so schlecht. Ja, unglaublich viel Heilung habe ich nicht mehr, sehe ich gerade. Aber dafür ja mittlerweile eine ziemlich coole Waffe, von daher, das passt. Also ich könnte für Notfälle, wenn es halt schnell gehen muss, halt einmal der Ding schießen und dann einmal den aufgeladenen Stab und dann hat sich die vielleicht sogar wieder einigermaßen aufgeladen. Dass der halt ein bisschen so taktisch und herwechselt, in Anführungsstrichen. Mal gucken. Hm. Und da ist erstmal zu, da auch. Die Flöte nämlich gerade extrem an Kyrandia. Auch sehr schöne Adventure-Reihe. Na, bisher geht es irgendwie nur den Weg hier entlang. Können wir jetzt eigentlich aus der Hecke hier was rauspflücken? Nö, das ist ja, einfach nur Textur. So, links oder rechts? Wahrscheinlich führt es eh hier zusammen. Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Wasser. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Oder auch da irgendwas, was hier Sachen beschwört. Ich glaube nicht, dass das so friedlich bleibt. Na, gucken wir mal in die Mitte. Okay, wahrscheinlich auch für später. Ah, das soll dann, ja, mehr oder weniger das Gleiche mit, ja. Okay, dann bauen wir dich mal runter. Ja, stimmt, du hast halt ein bisschen was ausgehalten. Aber ich glaube, mit dem Gewehr geht es dann doch ganz gut. Hab ich den Eindruck.
Halt immer so ein bisschen Bewegung bleiben. Na, du gehst da drüber. Okay. Stimmt, ich kann ja auch noch springen. Was ich auch mal so ein bisschen vergesse. Ja, kann einfach rüberspringen. Alles klar. Schauen wir uns weiter um. Das wird die andere Seite hier sein, ne? Ja, okay. Gut. Von da unten kamen wir, ne? Ja. Damit wird das dann erledigt. Schauen wir mal, was da hinten noch wartet. Oder zwei Möglichkeiten. Vielleicht müssen wir nachher Bäume anpflanzen. Das könnte natürlich auch noch sein. Ah ja, so ganz friedlich ist es dann doch nicht. Da ist erstmal nichts. Okay. Ich denke, dann wird es hier weitergehen, ne? An den Seiten ist nichts Auffälliges. Hier haben wir dann ein paar Pfeiler. Nicht großartig mit interagieren können. Na, Fischis? Sieht vielversprechend aus. Was war das? Ich weiß nicht genau. Habt ihr so eine Ahnung? Es scheint, als wären Besucher in meinem Garten. Wer bist du? Wenn sie um sich herum nicht entdecken können, wie schwer es ist zu entkommen, dann gehen die kleinen Sterblichen ins Netz. Also Eindringlinge, was wollt ihr hier? Wir suchen einen Schlüssel. Wir wollen einen Mann befreien, den du gefangen hältst. Es steht geschrieben, dass jeder kommen kann, um meine Spiele zu spielen. Doch der Einsatz ist hoch. Wenn du zu viele Fehler machst, wenn du mich wächst, dann wirst auch du mitsamt deiner Freundin mein Gefangener sein. Bis zum jüngsten Gericht. Dann sollten wir wohl nicht zu lange zögern. Du sprachst von Spielen und Einsätzen. Was sind das für Spiele? Die erste Prüfung besteht darin, den Ring des Geistes zu finden. Ohne ihn kannst du nicht in meinen Turm. Der Schlüssel gehört dir, wenn du das Rätsel lösen kannst. Und an meinem Ohr vorbeikommst, ohne mich zu wecken. Ist es der Schlüssel der Tränen? Ich muss wissen, ob es dieser Schlüssel ist, bevor wir uns der Prüfung unterziehen. Es gibt nur einen Schlüssel, der in meinem Reich erlangt werden kann. Doch wisse, dass seine Magie verfällt, wenn er nicht zum richtigen Zweck verwendet wird. Er würde dann nutzlos für dich sein. Muss der Schlüssel zurückgebracht werden, nachdem er seinen Zweck erfüllt hat? Nein. Alles, was ihr braucht, ist die Magie des Schlüssels. Das Material selbst dient nur als Behältnis. So wie der Körper die Seele enthält, so birgt der Schlüssel das Wesentliche. Eine Stunde der Freiheit. Ich habe, was erforderlich ist, um passieren zu dürfen. Ich komme in guter Absicht. Darüber werde ich entscheiden.
Oh, Richter und Geschworene in einem? Sehr richtig. Hege deshalb keinen Groll. Es ist meine Lebensaufgabe, diesen Zweck zu erfüllen. Ich habe kein Vergnügen daran. Komm, lass uns gehen. Wir haben keine Zeit mehr. Halt ein, Junge. Du stolperst blindlings in mein Haus, ohne alles zu wissen. Die erste Prüfung besteht darin, den Ring des Geistes zu finden. Ohne ihn kannst du meinen Turm nicht betreten. Der Schlüssel wird dein sein, wenn du das Rätsel lösen kannst. Na gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.